Den Dr. Jean-Pierre Clés ist ein Ökologe heute zu Asch. Er nutzt sich auf der Weh an den LGE gemacht, für den 3. Schüler eine Vierlesung über sein Spezialgebiet, den weiblichen Körper zu halten. Donau hat ihn hineinriert an Antwort gestanden. Den Dr. Clés war im jungen Lycée und hat 2 Vorträge über die weibliche Anatomie und Sexualität gehalten. Ein Kehr für die Jungen und ein Kehr für die Mädchen von den 3. Das Ganze wurde vom Ferner Schröder organisiert. Für was hat hier nicht für nötig gehalten, so eine Präsentation zu machen? Ja, das hat sich eine ganze Reihe von Koinzidenzen. Einerseits ist den Dr. Clés ein guter Kollege von mir. Ich durfte auf professionellem Niveau mit ihm austauschen. Andererseits ist auch von den Schülern seit der Besuch kommen. Sie sind oft gefragt, hier halt Informationen zu kreieren über bestimmte Aspekte von der Physiologie der Femme. Information ist wichtig. Information ist wichtig. Ich bin an meinem Vortrag bewusst Themen aufgeschnitten, die so als Tabu gelten. Und da wäre es wichtig, auch über Tabusachen zu schwätzen. Weil das ist nicht mehr schlimm, wie junge Menschen, die sich an etwas verrennt und denken, hey, ich bin ein bisschen nicht normal oder bestimmt bei mir nicht. Und schlussendlich sind sie ganz normal. Von dir, dass es nötig wäre, so eine Präsentation auch über den männlichen Körper zu halten? Du hast kein direkten Besuch da. Ich meine, Pubertät beim Jungen läuft auch nicht so wie bei der Frau. Sie ist Männer polemisch und problematisch. Das muss ich ganz klar sagen. Denn Herr Clés gesagt hat ein bisschen anders. Vielleicht sind männliche da mehr offen. Vielleicht ist Sexualität schlussendlich auch für die Jungen. Mehr Geheimnis, mehr etwas, wo nicht so gern, obwohl die Jungen viel über Sex schwätzen, aber wenn es darum geht, über die Intimität mit einem Mädchen zu schwätzen, da sind die Jungen manchmal mehr gehemmt. Wir haben uns allerdings gefreut, ob das Präsentation nicht mehr wichtig für meine Jungschüler wäre, zum Beispiel die von der Sankia. Ich meine, ja, das wäre interessant, doch für meine Jungfrauen zu machen, weil mit 17, 18 haben die Mädchen schon die erste sexuelle Erfahrung hinter sich. Was aber auch nicht schlecht ist, weil da können sie auch mehr Mathe schwätzen. Für die das noch nie gehabt haben, die sind interessiert, sie fehlen sich, aber schlussendlich können sie nicht Mathe schwätzen.